Nein, er holt mich auf 23er oder so. Try Hard Plus. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und nicht erschrecken, Leute, dass wir gerade in Black Ops 3 sind, denn ich mache eine alte Serie von mir weiter, endlich. Und zwar habe ich dort immer alte und neue Spiele und da die exakt identischen Waffen verglichen. Es gibt Waffen, die heißen sogar gleich, wie zum Beispiel die P90, die gab es in mehreren CODs, die hatte ich schon damals. Und heute gibt es zum allerersten Mal die Spitfire und die hieß in BO3 noch ein bisschen anders. Und zwar hieß sie hier, ihr kennt sie sicherlich noch, Vespa, Leute. Es geht hier heute um die Vespa. Ihr seht aber schon, das ist einfach die Spitfire, hat die höchste Feuerrate, hat einen ziemlich lustigen Playstyle und ich hatte auch mal wieder einfach, muss ich ehrlich sagen, Bock auf Black Ops 3, das heißt, wir machen jetzt eine Runde oder anderthalb Runden mit der Vespa, dann nochmal anderthalb Runden mit der Spitfire und dann gucken wir mal, welche Waffe am Ende besser abschneidet. Let's go. Ich habe gehört, die Lobbys sollen echt Zucker sein. Ich muss schon sagen, ich habe gerade echt Bock auf Black Ops 3, Leute, ohne Scheiß jetzt. Ich habe gerade wirklich Bock, einfach ein Ründchen BO3 zu schlachten. Oh geil, die Farbe von dieser Lobby. Alter, das Spiel sieht so anders aus. What? Aber direkt rumfliegen ist natürlich direkt in mein Blut. Okay. Jawohl, den haben wir schon mal. Okay, nice. Ey, das Spiel sieht ja so... Okay, ich wurde komplett weggeknipst. Es sieht ja so anders aus. Ich habe mich extra, habe ich jetzt vorher keine Runde gespielt, weil ich wollte unbedingt mit euch das entdecken. Okay, das passt ganz gut. Das ist nämlich ziemlich genau eine halbe Runde, die wir hier noch vor uns haben. Ich wollte ja anderthalb Runden machen. Und einfach mal ein bisschen das Gun-Feeling auszuprobieren und so. Und... Jawohl, so muss das sein, Leute. Also, es fühlt sich schon mal so krass. Wo hat er das jetzt ausgepackt? Na. Er hat es wirklich geschafft, Leute, mich genau in der Sekunde zu treffen. Gucken wir mal, ob wir den Kantenslide noch können. Können wir noch. Er war komplett überfordert von diesem Kantenslide. Ich will mich die ganze Zeit heilen. Aber darf ich nicht. Boah, BO3 macht gerade richtig Spaß. Es sind zwei... Okay, das war's. Leute, ihr müsst wissen, am Ende von BO3 hatte ich so keinen Bock mehr auf das Spiel, ne? Und jetzt gerade einfach mal als Abwechslung. Es ist halt einfach ein geiles Gefühl, Mann. Ich habe halt noch keinen Griff und so für die Waffe. Das werde ich jetzt wahrscheinlich im Laufe dieser Runde noch freischalten. Alter, das muss los. Digga, diese 100 Leben, das fühlt sich so anders an, ne? Komm jetzt so safe von hier. Ich muss mich ans Boosten gewöhnen, Leute. Okay, da hinten ist auf jeden Fall einer, weil der hat sein Care Package gerade abgeholt. Oh nein, Rolling Thunder. Komm, den nehme ich noch mit. Jawohl. Geil, 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 geil. Und vielleicht überlebe ich das sogar. Ich überlebe es. Ich überlebe das. Oh, du bist ein Ehrenmann. Du Ehrenmann. Also man sieht schon, okay, die Waffen zu vergleichen ist gar nicht so leicht. Und zwar allein schon mal aus dem Grund, dass man hier einfach 2-3 Hits weniger braucht. Es ist halt wirklich schon... Also das Gun-Feeling, man kann höchstens so Recoil und so vergleichen, aber man kann nicht vergleichen, wie schnell sie killt. Aber das ist ja schon mal krass, was man hier mit den Gegnern machen kann, Alter. Das war es ja komplett mit denen. Also das kann man wirklich nicht so genau vergleichen, weil halt, ja, hier hat man ja 100 Leben. Wer das nicht wusste, das wird halt nirgendwo angezeigt. Viele wissen das gar nicht, dass man hier auch schon Leben hatte. Das wird nur nicht angezeigt. Es sind einfach 100. Und bei BO4 sind es natürlich 150. Umdreht, Digga. Wie stehen wir? 9-3. Ja, das Scoreboard ist natürlich auch ein anderes. Nicht wundern, ich bin nachgejoint, deswegen stehe ich so weit unten im Scoreboard. Oh ja, geil. Darauf habe ich mich schon gefreut, Digga. Einen der geilsten Spezialisten und vor allem der erste Spezialist, den ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Der allererste, damals auf dem Capture-Event vor der Gamescom 2015. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass man dafür auch noch mehr Punkte kriegt, wenn man damit einen Kill macht. Das war für mich so komplett unglaublich. Oh ja, bitte laufen meine Sense, komm schon. Ja, oh, ist das geil. Wir sind noch, ist er neben mir? Der ist direkt neben mir, ich dachte gerade schon. Okay, wir sind zwei vor Orbi sogar. Ich glaube, hinter mir ist einer. Und hier auch. Ah, oh, wir verlieren sogar. Okay, nice. Also, das war jetzt die erste halbe Runde und ich würde sagen, das war schon mal nicht schlecht. Gucken wir doch mal, wie die nächste Runde so läuft. Okay, nice. Wir haben den Grip freigeschaltet. Perfekt. Ey, ich habe natürlich auch alle Tarnungen, fällt mir gerade auf, weil ich damals, als ich die AN gezogen habe, ja alles gezogen habe für alle Waffen. Guck mal, hier fehlt nur eine einzige, Alter. Boah, ich finde halt einfach, boah, die sind alle so geil. Ich finde die hier so geil, Leute, ohne Scheiß. Digga, diese Lobbys, das ist ja ein Traum. Schreibt mir auf jeden Fall weitere Waffen in die Kommentare, die ich noch zeigen und verwenden soll, Leute. Oh, die Teamaufteilung belasten. Ach, Leute, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, welche Waffen. ICR fällt mir zum Beispiel noch ein. Müsste halt ein BO3 und BO4 jeweils eine ähnliche geben. Es gibt auf jeden Fall noch Titan und BRM. BRM ist auch so eine geisteskranke Waffe, Digga, oh mein Gott. Und noch vieles mehr. So, also ich muss sagen, die Vespa hat natürlich diese ultra hohe Feuerrate und der Recoil ist halt kaum kontrollierbar. Deswegen bin ich umso froh, dass ich jetzt den Griff freigeschaltet habe, Leute. Ach, man kann ja auch Wallride. Hinten war dieser Wallride-Spot, den ich immer nicht geschafft habe. Ach du Kacke, ey. Machen wir hier mal einen Kantenslide. Alter, das war's komplett. Ich muss mich da echt reinfuchsen, ne? Oh Gott. Oh, kein Aim. Nuller Prezi. Ach du Scheiße, der ist ja auch der größte Bot. Also, das ist natürlich schon mal... Also, wenn ich die Spitfire jetzt so in Erinnerung habe aus BO... Der Typ ist auch komplett los. Aus BO4, dann ist sie schon kontrollierbarer als das hier, würde ich vom Gefühl her sagen. Du bist komplett dran, Digga. Der hat, glaube ich, jede Kugel kassiert, die er kassieren konnte.
Das macht aber auch Bock gerade, muss ich ehrlich sagen, ey. Kantenslide? Jawohl, perfekt. Oh, heil dich schnell, heil dich schnell. Ich weiß gar nicht, wie man sich hier verhält, wenn man angeschossen wird. Oh, oh, ich bin so über den. Nein! Nein! Oh, belastend! Ich habe das so schlau gemacht eigentlich. Dröhnchen raus. Okay, die kommen hier außen. Oh mein Gott. Hier kommt noch einer. Bitte triff, 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 triff. Jawohl. Also ich muss mich natürlich voll ans Aim umgewöhnen. Jetzt kriege ich gleich die Sense genau im richtigen Zeitpunkt. Gib mir jetzt die Sense. Schnell, schnell, schnell. Gib mir die Sense. Gib mir die Sense. Gib mir die Sense. Ich brauche die Sense hier für diesen Spot. Pack jetzt die Sense aus. Okay, let's go. Let's go. Geil. Ja, Mann. Nein! Nein, er hat die Nade geworfen. Seit wann wird man den Nades in dem Spiel? Drohne, Konterdrohne sind aber am Start. Also Leute, das macht so Bock. Ganz ehrlich, die Spezialisten in BO3, ne, die Sense, das ist einfach für mich, das ist für mich Legende, wirklich. Hä? Oh, Ehre genommen, let's go. Ich glaube, Ehre genommen habe ich auch nie in BO3-Zeiten gesagt. Nochmal, nein, hier ist einer hinter mir. Oh ja, Digga, let's go. Digga, die Gegner sind so schlecht, Mann, das macht so Spaß. Okay, die kommen jetzt nicht hier, ne? Mit der Vespa muss man eigentlich voll anders spielen. Du kannst hier quasi machen, was du willst. Guck mal, es juckt ihn gar nicht. Es juckt ihn einfach nicht. Komm her, Digga. Jetzt kommt da noch mehr. Als ob diese Scheiße jetzt kommt hier. Let's go. Ich bin noch drin. Ich bin noch da. Oh mein Gott. Let's go, Marcello. Let's go. Wo sind die Gegner jetzt? Komm, ich baue jetzt einen Orbi. 2 Kills. Danke, die kriege ich geschenkt. 10er Streak. Mann, wo ist jetzt der letzte, Digga? Für den scheiß Orbi. Wie lange ich kein Orbi mehr hatte. Okay, wir haben ihn. Nice. Nice, die muss ich nur absnaken hier. Gib mal die ICR. Nehmen wir kurz chillen, Leute. Okay, nice. 15er Streak. Ich muss jetzt ein bisschen die Waffen switchen, Leute. Weil ich will jetzt auf jeden Fall nicht hier riskieren. Digga, die ICR ist ja auch unnormal krass in dem Spiel hier. Das wusste ich gar nicht, ey. Nein, Teammate. Nimm mir noch nicht den Kill weg. Also Overclock ist ja mega effektiv, dass du einfach die Streaks öfter, also die Specialists öfter kriegt. Ich muss jetzt hier schnell rein. Schnell, schnell, schnell. Hier sind 3 Leute drin. Schnell, wir brauchen jetzt nächsten Orbi. Schnell. 20er. Komm mal. Nein! Er holt mich auf 23er oder so. Wie hat er das geschafft? Ich hätte nuklear gemacht. Ich schwöre euch, Leute, ich hätte nuklear gemacht. Oh mein Gott, ich rasiere hier gerade so heftig. 34-4, Digga. Oh, belastend. Ey, Leute, ich habe gerade so Spaß. Guck mal, wenn ich... Nur wegen Orbi, Digga. Oh nein, wie konnte er mich holen? Ich hatte doch Sense, ich hatte doch alles. Ich hatte doch alles, Mann. Oh. Also, Leute, das macht mir gerade so Spaß hier, ne? Es macht so Spaß, ich komme nicht klar. Das ist ja pure Dominanz hier. Alter, wie man den... Oh, Alter, Leute, Mann, ich komme gerade gar nicht klar. Die Runde ist so geil. Ach du Scheiße, Mann. Also, Leute, Fazit für die Vespa. Ich weiß doch, zu Release-Zeiten von BO3 war das so die einzige Waffe, die so wirklich krass OP war. Da wurde die ein bisschen gepatcht. Seitdem haben viele gesagt, useless. Aber so useless ist sie gar nicht. Ja, Digga. Dieser Sparky, genau dieser Typ hat mich geholt. Aber wie hat er mich geholt? Ich habe mit ICR so auf ihn draufgeballert. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie er mich holen konnte. Ich meine es ernst. Ich habe mit der Sense doch komplett draufgeballert. Das geht doch gar nicht. Digga, das ist so traumhaft gerade. Man muss nur R3 drücken. R1 drücken, das war's. Kommt noch einer. Also Leute, ich war... 47 zu 7 in TDM. Einfach so. Das Spiel habe ich seit 3 Monaten nicht mehr angefasst. Ach, wahrscheinlich seit 6 Monaten nicht mehr angefasst. Digga, das ist einfach Black Ops Liebe, Mann. Also, und das mit einer Waffe, die nicht mal alle Aufsätze hat. Das war einfach Raum. Gucken wir mal, was BO4 so für uns übrig hat. So, wir sind angekommen in BO4. Wir gucken mal, ob er die Waffe hat hier. Ich bin auf dem Account wieder von Scraps. Ja, Level 3, also genau wie bei... Ja, okay. Also nicht gelevelt, aber genauso wenig habe ich sie gelevelt. Okay, Leute. Also, ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob diese Waffe jetzt... Vor allem, wenn ich sie jetzt gerade spiele, Alter. Auf jeden Fall nehmen wir Scavenger mit. Keine Aufsätze, das ist ein bisschen belastend. Eine Flex packe ich da nicht drauf. Okay, das ist jetzt die ultimative Rusher-Klasse. Okay, also ihr seht, die Waffe sieht genauso aus wie die Vespa. Die Spitfire ist angesagt, Leute. Let's go. Okay, Leute. Also, wir sehen auch, beide Waffen sind
grün von Natur aus. Vermute ich mal, dass da eventuell derselbe Waffenhersteller am Start ist. Es gibt ja immer diese eine Waffe. Es gab diese Waffe auch im BO2, da hieß die Scorpion Evo. Immer diese mega brutal schnelle Waffe. Ja, Leute, ich habe jetzt voll Bock zu gucken, wie es sich hier anfühlt. Die Spitfire hat auch fast das gleiche Iron Sight, hat auch so ein Ding in der Mitte. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob die gepatcht wurde, ob die vielleicht besser gemacht wurde sogar. Weil am Anfang habe ich die ganz gerne mal gezockt, während der Beta vor allem, während der ersten. Gucken wir doch mal. Also Seaside Sunset klingt wie ein Zungenbrecher, aber so heißt diese Map hier. Seaside Sunset. Okay, Leute, let's go. Ohne Aufsätze, aber Hauptsache gute Stimmung. Das ist immer mein Motto. Ja, und da ist direkt der Unterschied, weil hier wirst du direkt abgecampt von so einem ekligen Headglitcher, der eine SMG-Scheinwerfer Rotpunkt spielt. Man kann nicht so viel Hass in einem Satz haben. Also man sieht direkt, das ganze Game sieht komplett anders aus. Anderes Overlay, alles anders. Und man muss hier natürlich um sein Leben sweaten, um einen Gunfight aus 1,50 Meter zu gewinnen mit einer Waffe, die dafür gebaut wurde. Da weißt du, aha, wir sind in BO4. Auch daran, dass du ein Magazin mehr brauchst, einen Gegner zu holen. Ich bin ja jetzt, also man darf echt nicht, das fällt mir gerade auf. Wenn du von, das gibt ja so Sachen, wenn du von BO4 auf BO3 wechselst, denkst du, du bist ein Paradies. Wenn du von BO3 auf BO4 wechselst, denkst du, es ist Katastrophe. Jetzt bezogen auf die Time to Kill und so. Das heißt, zum BO3 einspielen, Runde BO4. Okay. Hier kommst du jetzt nicht. Ja, wo ist der Dude? Also die Map sieht schon... Okay, die ist etwas präziser als die Vespa und das ohne Aufsätze. Das merke ich direkt. Also das hat man jetzt wirklich direkt gemerkt. Oh, das ist wieder der Typ, ne? Oh Gott, Dead Eye Kill. Das kannst du nicht ernst meinen. Allgemein wurden die SMGs ja auch gepatcht. Eventuell ist ja diese Waffe auch, ja, quasi gepatcht worden. Hier oben ist ein Dude. Ich muss mich jetzt direkt... Nein. Das kann er nicht so hinstellen. Gegner haben Sniper's Nest. Ich sehe jetzt schon wieder, Digga. Das frustriert einfach gerade schon wieder voll. Aber es geht ja um die Waffe. Das kann ich ja trotzdem machen. Und die Waffe, muss ich sagen, gefällt mir, würde ich sagen, besser. Ich würde sagen, die Spitfire ist aufgrund der etwas kontrollierbareren Beschaffenheit, würde ich sagen, ist die Spitfire eher mein Favorit als die Vespa. Vor allem, ich habe nicht mal Griff und so drauf. Ich vermute halt mal, dass sie sich bei den SMG-Spielern einschleimen wollten, deswegen jetzt diese ganzen Sachen gepatcht haben, weil die SMGs waren ja anfangs unspielbar, komplett. Jetzt werden hier paar Ehren genommen. Ich wusste, dass hier einer kommt. Ja, Digga, get fucking destroyed. 3 Leute am Stück, komplett auseinandergenommen. Wir müssen jetzt mal kurz aufpassen, weil die haben Sniper's Nest. Doch, also hier nicht rauszugehen. Da ist ein Gegner. Ich habe aber Angst, den zu challengen. Wir pushen. Nein, du hast da nicht gewartet. Und von links auch noch, von rechts auch noch. Oh Gott, Titan Thermal, Digga. Warum haben deine Eltern dich nicht geliebt, Mann? Es ist doch wirklich, du musst... Nein, der Sniper Nest. Puh. Okay, Leute, okay. Guck uns die Waffe an. Aha, schönes Exemplar. Das ging in BO3 ja noch nicht. Digga, das Sniper Nest ist aber bedrohlich lange in der Luft. Ich habe ihn so... Ich lebe noch. Ja, warte, ich kann sogar überleben. Nice. Kommt der bestimmt hier. Der kommt 100% hier. Ich kenne doch meine kleinen Schwitzerchen. Ich kenne euch doch, meine kleinen Schwitzerchen. Ah, nice. Let's... Oh, Leute, jetzt gerade bockt's aber unnormal. Ihr merkt es gerade. Es wird gerade richtig geil getryhardet. Jawohl, 2 mitgenommen, Konterdrohne ist da. Und jetzt könnte man auf dem Orbi spielen, wenn es ihn geben würde. Wie sexy wäre das, Leute? Wie sexy wäre das jetzt auf dem Orbi zu spielen? Da ist einer. Ne, er ist über mir. Das Schild ist noch da. Das kann nicht sein Ernst sein, dass er da jetzt die ganze Runde chillt. Diesem Drecksschild, Alter. Ich habe veraimt. Nein, ich habe so veraimt. Aber... Okay, ich wurde durch den Tag-Deploy gespawnt. Ich dachte schon, ich wurde hier so gespawnt. Okay, wo ist der Dude? Wo ist der? Man sieht schon, gameplaymäßig lief es in BO3 etwas besser. Aber in BO3 bin ich auch krass geübt einfach. Es ist ja wie Fahrradfahren. Ich bin tot, ich bin sowas von tot. Das war die einzige Art und Weise, das zu überleben mit diesem Sprung. Okay, nice. Okay. Die Runde ist jetzt trotzdem nicht schlecht. Na komm. Die Runde ist jetzt trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht. Und im Nahkampf kann das Ding auch auf jeden Fall was. Aber du merkst halt einfach, dass du länger drauf sein musst als zu BO3-Zeiten. Jetzt hatte ich schon wieder Sniper's Nest. Der Typ, der rasiert mich komplett, Digga. Der hat 24-2. Ich bin ihm noch nicht einmal begegnet. Na, aber kommt die Titan-Thermal, Alter. Komm, mach den Sprung. Komm. Nein. Wir haben überlebt. Wir sind zu zweit, oder? Nein. Oh, bitte nicht Sniper's Nest. Hol mich nicht. Naja, hör mal auf so rumzuspringen. Was ist denn mit dir, Mann? Wie stehen wir? 18-8. Das ist halt nicht so eine Allround-Waffe. Guckt euch mal diese Tryhard-Gunfights an, Mann. Das ist wie ja so ein Schild. Wo chillt der damit? Oh, Ehre komplett genommen. Okay, okay.
Ich spiele aber irgendwie besser als sonst, Digga. Ich weiß nicht warum. Jetzt kommt er wieder. Er setzt sich wieder in die nächste Ecke. Oh Gott, nein. Oh, wir spawnen hier. Okay. Links, rechts, links. Langsam vorarbeiten. Ich hab ihn. Ich hab den Drecksköter. Hätte ich ihn auch noch geholt, das wäre ein legendäres Play gewesen. Ich habe so alles in diesen Hund reingepumpt. Das Schild geht in meine Richtung, ne? Okay, das heißt, hier kann ich nicht durch. Ah, das ist schlau. Jetzt muss man hier durchlaufen. Und hinter ihm? Digga, das ist wirklich, die sind da jetzt das ganze Spiel, ne? Die sind das ganze Spiel da oben. Man kann da nicht hin. Ekelhaft, Alter. Wie kommt man darauf, so zu spielen? Trick 17. Okay, er hat mich komplett entehrt. Okay, Leute, 21-11, der Gegner hat mich komplett gefickt. Aber ich bin ihm nicht einmal begegnet. Ich weiß nicht, das war locker der Camper oben drin mit dem Schild. Wenn ja, ist es ja so traurig. Hier ist übrigens das Play, das war richtig, richtig nice. Also man merkt schon, die Waffe ist nicht so eine... Boah, es war schon nice. Es war, das ist halt nicht so die übelste Allrounder-Waffe. Vor allem, weil sie dafür auch nicht stark genug ist in BO4 einfach. Aber sie gefällt mir vom Handling her besser als die Vespa. Lasst dem Video gerne ein Like da, schreibt mir weitere Waffen, die ich vergleichen soll, rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.